Unterscheidet Menschen, die eine hohe Resilienz haben, von Menschen, die das nicht haben. Dazu habe ich hier mal vier Beispiele von Krisenbewältigungsszenarien aufgezeichnet. Und bei Resilienz, also hier zum einen sieht man erst einmal, das ist das psychische Wohlbefinden, also je höher, desto besser, hier wäre es ganz unten und hier ist der zeitliche Verlauf. Ja, und jetzt sieht man also hier an dieser Stelle, dort tritt eine Krise ein oder ein traumatisches Erlebnis. Menschen, die eine hohe Resilienz haben, auch die rutschen in ein Loch. Aber die stürzen eben nicht ganz so tief in dieses Loch ab und können sich relativ schnell von dieser Krise wieder erholen und kommen auf ihr Ursprungsniveau wieder zurück. Menschen, die weniger starke Resilienzeigenschaften haben, werden in einer Krise oder in einer traumatischen Erfahrung, die stürzen mit ihrem psychischen Wohlbefinden sehr stark ab und brauchen dann in der Phase der Erholung auch relativ lange, um wieder da rauszukommen, aber sie kommen in der Regel auch wieder da raus. Es dauert halt alles wesentlich länger und der ganze Prozess der Krise ist wesentlich intensiver und wesentlich schmerzhafter. Schauen wir uns mal das dritte Beispiel an. Das ist die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung tritt Folgendes ein. Man kommt in die Krise rein, man stürzt mit seinem Wohlbefinden ab in den Keller und schafft es nicht mehr da rauszukommen. Und man verharrt also in diesem Zustand der Krise und schafft es nicht mehr, zum Beispiel ohne professionelle Hilfe, aus dieser traumatischen Erfahrung sich wieder zu befreien. Und dann gibt es das vierte Beispiel, das ist das sogenannte posttraumatische Wachstum. Auch hier tritt die Krise ein, auch hier trifft sie einen sehr hart, also man rutscht mit seinem psychologischen Wohlbefinden sehr stark ab in den Keller und braucht auch relativ lange wieder, bis man sich erholt. Allerdings, wenn wir genauer hinschauen, hier, man fühlt sich hinterher sogar besser als vorher. Das sind diese charakteristischen Merkmale von einem posttraumatischen Wachstum, dass Menschen aus einer Krise gestärkt hervorgehen, was ein Unterschied ist zur Resilienz, wo das nicht immer unbedingt der Fall ist.